Spiel, das wird kein Mensch, der nüchtern ist, bestreiten. Von bis unten eine einwandfreie Frau, voll mit Begabungen und starken Eigenheiten. Woher die kommen, war sie sicher und genau. Die habe ich noch aus meinen vorherigen Leben, weil ich war früher schon ein paar Mal auf der Welt. Ich hab Talente, die in Summe mich ergeben und die nicht wenig sind, so hab ich festgestellt. Zum Beispiel bin ich fleißig, so wie eine Biene. Das ist, weil ich einmal eine echte Biene war. Danach hab ich als Storch mit unbewegter Miene so manche Grot gefressen, das war sonnenklar. Als nächstes war ich auf dem Bauernhof eine Ziege. Das war nicht schlecht, trotz 100.000 Flöhe und Schorn. Im nächsten Leben aber möchte ich's, wann ich's kriege. So gut wie niemand sonst auf dieser Erde war. Ich war im nächsten Leben so viel gern ein Mann. Als Löwin mich um meine Jungen kümmert und bin als Robbenbaby tief ins Meer geplatscht. Hab als ein Riesenheim an Heringschwarm zertrümmert und bin als Brontosaurus durch die Wiesen katscht. Ich war als Schildkröte bis zur Suppe diplomatisch und bin nicht als Küken, nicht erst aus dem Ei geschlupft. Dann war ich Affenmutter und bin akrobatisch, gern auch den Lausen auf den nächsten Ast gehüpft. Dazwischen war ich schön und wirklich formvollendet und bin stolziert, weil schließlich war ich ja am Pfau. Das hat wie ich den Maulwurf war, sehr schnell gegeben.